Kommando 134, Fahndung einleiten. Kommando 134. Und damit herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4. Ja, das letzte Mal sind wir mit dem lieben Christian hier noch auf der Arbeit einmal aufgekommen. Haben ein bisschen Bürokram gemacht und eine erfolgreiche Patrouille gemacht, wo wir auch mal vorgeladen haben. Und jetzt werden wir eine Fahndung einleiten und den Übeltäter, den wir schon seit ein paar Arbeitstagen verfolgen, endlich stellen. Zumindest hoffe ich das. Nicht, dass wir den Falschen mitnehmen. Und dann mal schauen. Fahndung. In dieser Gegend wurde ein Verdächtiger gesichtet. Alles klar. Dann lass uns doch mal schauen, wie diese Person aussieht. Verdachtsperson verhaften. Das kriege ich wohl hoffentlich hin. Trägt ein Trägertop, ist männlich, hat graue Haare und ist schon älter. Ich glaube, ich habe die direkt gesehen. Hallo, mein Lieber. Du könntest doch schon, Also, du trägst einen Trägertop, hast graue Haare, bist männlich und ein Senior. Tja, ich würde sagen, wir brauchen dich gar nicht fragen. Tschüss. Unschuldige Sims nehmen dir eine Festnahme übel, also wähle klug. Der ist nicht der ist nicht unschuldig. Komm du mal schön mit, mein Lieber. Das war eine ziemlich schnelle Festnahme. Direkt gesehen. Oh, da sind wir auch schon direkt wieder in den Reisemodus zurück. Alles klar. So. Mit dem Polizeipräsidenten reden. Alles klar, meine Liebe. Komm mal bitte her. Beziehungsweise ich komme mal zu dir und lass mich wieder beleidigen. So. Verdachtsperson. Oh, nein, das lassen wir. Ich werde auch heute mal ein bisschen länger bleiben. Einfach nur, um das rechtzeitig zu machen. Hier. Du hast keine verdächtigen Pferde verhaftet. Doch. Der ist doch... Wo ist er denn? Hä? Hallo? Wo ist er denn? Da ist Alexa. Ich bin so dumm. Ja, ich weiß. Ich vergesse es immer wieder, sie auf stumm zu schalten. Naja. So, ist er inzwischen angekommen, der Liebe? Es kann nicht sein, hallo, ich möchte die bitte verhören. Er kommt einfach nicht, er denkt sich so, nö, mach ihn nicht. Heute mal nicht. Du hast niemanden zu... Hä? Wo ist der denn? Kommt der noch, oder? Wie ist das? Ich habe jetzt mich auf so ein mega cooles Verhör gefreut und kommt der einfach nicht. Hä? Wo ist der? Ja. Das ist ja jetzt ein bisschen dumm. Ja, gut. Ja. Hä, wo ist der denn? Hä? Toll. Gut, das habe ich ein bisschen das Ganze umsonst verlängert. Ich hoffe mal, dass er beim nächsten Mal einfach dabei ist. Kommt er da? Kommt er da? Nee, das ist sie. Da hat sie sagt wieder den gleichen Satz wie sonst auch. Das hört sich jetzt ein bisschen sehr, sehr schade. Oh Mann, ich habe mich jetzt voll auf so ein Verhör gefreut und dann kommt einfach niemand. Du kannst festgenommene Verdächtige am Verhörtisch befragen. Ja, witzig, wenn die nicht kommen, ne?
Wo ist der denn bitte? Also jetzt mal ernsthaft, wo ist denn dieser Typ hingegangen? Ich meine, was haben die denn für eine stampfige Polizeiarbeit geleistet, wenn die einfach nicht... Ich werde die Fahndung nochmal einleiten. Hä? Kann ja irgendwie nicht sein. Wie jetzt doof? Irgendwas kann ja nicht stimmen. Eigentlich müsste der ja da sein, ne? Ich meine, wenn ich verhaftet habe, dann, sollte der schon, da sein. So. Nochmal. Fahndung. Jemand wurde gefunden, ja. Okay. Da ist er wieder, der Arusch. Du bist auch derjenige, der nicht verhaften muss. Ja. Ich weiß nicht, warum der schon wieder, frei ist. Mein Lieber, komm mal bitte mit mir. Du bist der Verdächtige. Du gehörst ins Gefängnis. Ah, jetzt. Jetzt hat es auch ein bisschen... Welches? Ich glaube, es hat beim letzten Mal einfach ein bisschen gebuggt. Das habe ich jetzt gerade auch die Handschellen rausnehmen können. Also hat er rausgenommen. Beim letzten Mal hat er einfach Zeigefinger rausgestreckt und dann war direkt der Ladescreen. Ich hoffe, es hat diesmal geklappt. Und? Ich glaube, ich habe ihn gerade sogar gesehen. Nö. Das war sie. Toll. Vielleicht kommt er ja noch. Das wäre super. Irgendwie denkt sich der Aaron so, nö, meine ich. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich verstehe es gerade echt nicht. Vielleicht ist er auch bei der nächsten Schicht dabei. Ich weiß es nicht. Kann ja sein. Weil eigentlich müsste er mit mir reisen. Vor allem ist es ja auch der Richtige, weil sonst wird Jenny hier oben stehen, Verdachtsperson verhören. Da ist ja ein bisschen traurig. Kriminalbeamten, ui. Fehlt jetzt noch so ein Keller mit einer Autopsie oder so, mit so Kriminaltechnik und so. Das wäre natürlich cool. So, Gerichtsmedizinern und so. Das wäre gut. So, jetzt warte ich einfach so ein bisschen ab, bis der Tag vorbei ist. Ist echt ein bisschen schade. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Na gut, ich werde es mal ein bisschen vorspulen, dann komme ich gleich nach Hause. Ist echt ein bisschen doof. Gut, aber Christian wurde trotzdem befördert. So, jetzt aber. Christian hat heute fantastische Arbeit geleistet. Christian wurde befördert und ist jetzt Polizeikadett. Er verdient jetzt 10 Stimulus mehr pro Stunde, was 1 Stunde nur von insgesamt 38 Stimulus pro Stunde ergibt. Er hat zudem folgenden Bonus erhalten: Handtuchhalter, moderne Zelle, Metallregal, Klotzen statt Kleckern, Regal, Lonely Man, kalter Stuhl, Stinkmanns Wandbank, Spiegel, harte Zeiten, der einsame Schläfer, die undurchdringbare 224 Simulons, Zellwand und, von Edel und Stein, löchrige Zellentür, Wand, Recht und Ordnung, die unüberwindbare und die versuch's nicht mal. So, der nächste Spiel geht am Freitag um 9 Uhr. So, die Sachen, die wir bekommen haben, hören sich ja super nett an. Die stelle ich mir gerne ins Zimmer. So, zum Beispiel die versuch's nicht mal. Das sind schon so Sachen, wo ich mir denke, ja, die will ich haben. Ich hätte gerne mein Haus als Zelle. Das wäre schön. Das ist mein Traum. Also in so einer Zelle zu wohnen ist schon toll. Joa. Gut. Wollen wir mal schauen, was die anderen währenddessen gemacht haben. So, ich sollte mich vielleicht mal um meinen Garten kümmern. Der sieht ja wunderbar aus.
So, musst du schlafen? Ach, geht wohl. Kannst du noch ein bisschen was essen? Und dann kannst du schlafen gehen. Du, meine Liebe, kannst eigentlich mal währenddessen einfach mal eine Rakete bauen. Weil ich meine, wir haben ja so eine Raketenstation, aber du hast einfach noch nie was irgendwie in die Richtung gemacht. Warte, ich muss. Das hatte ich schon mal nachgeschaut, ne? Mit dem. Oder war das das, was ich. Nee. Nerdhirn, war das das? Ja, hier. Ah, genau, hier. Das war das, was ich jetzt nächstes machen wollte, ne? Oder muss ich hier. Level 6, ja. Ja, dann habe ich das ja erstmal raus. Nerd hören. Ja, doch. Das passt doch erstmal ganz gut. So. Egal, ich baue trotzdem mal hier hin. Sie tut erstmal gegen. So muss das. So. Gott, die Musik. So, ist aber ein bisschen leise, wenn man das kurz mal leise stellt, dann wieder laut. So, du möchtest eine Verabredung mit deinem Partner haben. Du bist aber verdammt müde, deswegen bist du wahrscheinlich nicht so was mit dem Partner. Vor allem. Was seid ihr alle so traurig? Ich habe einfach alle keine. Ich muss mal raus, hast du Lust mit mir ins Restaurant Villa Bonvino zu, Bovino zu gehen? Ja, bitte. Er hat nämlich gerade richtig Probleme mit seinen sozialen Kontakten. Zum ersten Mal kommt Caleb richtig gelegen. Dass er einfach jeden in der Familie anschreibt oder anruft. So, hey, wollen wir rausgehen? Nein? Okay, dann beim nächsten. Hey, wollen wir rausgehen? Zum ersten Mal denke ich mir, ja, bitte. Denn, irgendwie haben alle gerade so ein bisschen die Probleme mit den Sozialkontakten. Dabei sind sie halt einfach zu siebt im Haus. Hallo, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Ich beschwere mich direkt über Probleme. Hier war ich noch nie drin, kann das sein? Das ist, glaube ich, echt eine der Restaurants oder das einzige Restaurant, wo ich einfach noch nie in meinem Leben drin war. So, wir bitten mal kurz hier um den Tisch. Natürlich einen schönen Zweiertisch, weil wir wollen ja nicht den anderen Gästen den großen Tisch, die großen Tische wegnehmen. Oh, hallo Christina. Nehmen wir hier noch die Nancy Landgraf. Aha. Ihr habt mir also den Strom abgestellt. Das werdet ihr noch bereuen, meine Lieben. Das werdet ihr noch bereuen. Nicht, dass auf einmal gleich eure Tischdecke brennt. Oder euer Essen auf einmal so scharf ist. So, habt ihr euren Tisch mal inzwischen bekommen? Oh, hallo Enrico. Schön, dass du auch wieder da bist. Wo ist eigentlich Caleb? Wo bist du? Hä? Wo ist er hin? Caleb? Was war das denn? Was hat er denn jetzt draußen gemacht? Hier ist ein Tisch, guten Appetit. Vielen Dank, meine Liebe. So, ihr könnt euch mal ein bisschen unterhalten. Währenddessen kannst du mal kurz ein bisschen was bestellen. Was gibt's denn hier so? Warte, ich mach's mal andersrum. So. Boah, erstmal einen richtig leckeren Sims-Mopolitan für beide. Einfach weil, warum denn nicht? Obwohl, ich kann mir. Warte, Moment. Den mache ich mir für ihn weg. Und ich denke mal hier, dass sich Sunny so ein Dimmen Gastied kaufen würde, oder? Ja, doch, das würde er sich gönnen. Das würde er sich auf jeden Fall gönnen. Lammkarree. Hummer Tortellini, Hähnchen Saltimbocker. Gut, das hatten wir jetzt inzwischen genug. Italienische Fleischbär, geil.
Ich glaube, du gönnst mir so das und du holst dir mal die Hähnchenbrust. Oh, Hähnchen ist auch so lecker. Das ist einfach so. Baked Alaska. Ugh, Tiramisu. Ugh, nee, absolut nicht meins. Zitronen regelt schon eher. Nee, Tiramisu ist mir einfach viel zu süß. Aber so, der Geschmack generell ist nicht schon meins und dann kommt noch dieses extreme Süß und dann. Bläh. Tibo, So. Hallo Marco Peters, schön, dass du unsere Stellung nimmst. Das ist super nett von dir. Bitten einzuziehen. Ich würde es vielleicht tun. Aber irgendwie haben wir dafür keinen Platz. Da meinte ich. Ich finde es irgendwie so ein bisschen komisch, dass es überhaupt noch möglich ist, auszuwählen. Obwohl es nicht mehr möglich ist. Weil wir sind voll. Was ich ein bisschen schade finde. Denn ich hätte natürlich später vielleicht auch gerne mal so ein bisschen mich um. So ein bisschen Nachwuchs und so. Müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht irgendwie mal die Familien irgendwie aufteilen, manche ausziehen. Wie vielleicht kannst du so ein bisschen generell ein bisschen teilen. Dass wir die Geschichten von denen weiterleben und bei denen irgendwie. Keine Ahnung, können wir auch vielleicht so einen Wechsel machen, dass ich dann, keine Ahnung. Am Wochenende kommen aber Parts von dem und denen und. In der Woche, die von. Salim, bist du gerade ernsthaft auf dem Stuhl einfach eingeschlafen? Ich weiß, das ist, weil du das Merkmal faul hast, aber. Auf einem Stuhl in einem Restaurant einfach einschlafen? Ich weiß ja nicht. Ich könnte niemals auf so einem Stuhl schlafen, irgendwie. Weiß ich nicht. Obwohl, gut, mein PC-Stuhl ist eigentlich ganz bequem. Wenn man da sich ein bisschen sehr zurücklehnt, dann passt das schon. Ui, essen, 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 essen. Und? Geil. Das sieht mega lecker aus. Oh, ich möchte bitte so Frechbällchen haben und dann. Und dann die Hähnchenbrust und oh mein Gott, ich möchte alles davon haben. Das sieht so lecker aus. Schade, dass man davon keine Fotos für Instagram machen kann. Man kann sie einfach, man kann einfach nur von den experimentellen Speisen was machen. Naja. Wollt ihr beiden noch reden, oder? Nein, ich gehe automatisch auf Romantik. Ich weiß nicht, warum. Habt ihr eigentlich keine Musik hier irgendwie im Restaurant? Irgendwie hat niemand drin Musik im Restaurant, abgesehen von meinem Restaurant. Das ist voll traurig. Warte, ich mal mir ganz kurz echt... Ich mich echt mal ganz kurz... Das ist echt ein bisschen sehr leise. Audio, so. Hier können wir so eine schöne hier oben hinhängen. Was passt denn ganz gut hier zu den... Nein, nicht mal ansatzweise. Kommt da noch was? Ja, okay, das können wir machen. Jetzt mit ein bisschen Musik im Hintergrund. Er ist schon wieder eingeschlafen. Und er wundert sich, was mit seinen sozialen Kontakten ist. Ja, wenn du mitten im Gespräch einfach einschläfst, obwohl du gar nicht so müde bist, das könnten Leute blöd auffassen. Ich habe damit erfahren, dass Caleb als Verkäufer bei Johnnys Fressbude arbeitet. Der Name ist Tom. Ich möchte auch gerne in ein Restaurant bzw. in einen Imbiss gehen, der Johnnys Fressbude heißt. Fühle ich mich direkt heim. Nicht. So, wir bestellen nochmal kurz einen Nachtisch und dann nehmt ihr mal beide den spuken Landsitz Meloir. Moment, war hier nicht eben. Aha.
Die Empfehlung hat sich auf einmal geändert vom Sims Metropolitan zum beruhigenden Kamillentee. Das ist ja frech. Und jetzt sind auf einmal die italienischen Fleischbällchen empfohlen. Kann sich auch nicht entscheiden, ne? So, erstmal für ihn so einen richtig geilen Zitronenriegel. Oh, geil. Und dann nimmst du. Oh, so ein Schokoladensoufflé. Ja, bitte. Ja, ich will. Oh, geil. Halt mal reich. So. Oh, die beiden. Beziehungsweise er fing an zu stinken. Das ist natürlich nicht so gut. So, was... Okay, ich glaube, Sally möchte mir einfach gerade mit sagen, dass ich einen Cut machen soll. Passt doch ganz gut. So, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Hoffentlich mit einem weniger schlafenden Salim. Und ja, bis dahin sage ich ciao.